Die Uhr tickt in Schwerin. Die nächste Etappe auf dem Weg zum Siegel des Weltkulturerbes steht quasi bevor. 43 Bestandteile des Residenzensembles stehen aktuell auf der Liste, die in den Antrag zur Abgabe bei der UNESCO eingearbeitet werden. 2019 wird dieser Antrag abgegeben. Bei der Erstellung baut Schwerin auch auf die Erfahrung von Experten, wie beispielsweise Dr. Birgitta Ringbeck vom Auswärtigen Amt oder Wissenschaftler wie Markus Köhler aus Dresden. Und es hilft wirklich, wenn man mit den Augen von anderen mal auf die eigene Stätte schaut. Also man sitzt, die berühmte Suppenschüssel, über die man so schlecht über den Rand schauen kann, das ändert sich eben, wenn wirklich Gäste aus dem Ausland kommen. Und im letzten Jahr hatten wir ja diese wunderbare ECOMOS dritte Welterbetagung im Landtag, im neuen Plenarsaal, wo also wirklich viele Referenten aus dem Ausland gekommen sind und die dann also mit ihren Augen Schwerin betrachtet haben und auch nochmal ganz klar herausgestellt haben, wie bedeutend die Stadt, also die Stadtentwicklung auch im 19. Jahrhundert, diese Stadt geprägt hat. Also das Pfaffenteich-Ensemble und sozusagen im Diskurs mit dem Residenzensemble, sprich mit dem näheren Umkreis des Schlosses, wie beeindruckend das eben heute noch erhalten ist und lebendig ist. Doch was genau haben nun eigentlich die Schwerinerinnen und Schweriner davon, dass die Landeshauptstadt sich Welterbe nennen darf? Manchmal hilft ein Blick zur Seite. Die beiden Hansestädte Wismar und Stralsund stehen seit 2002 gemeinsam auf der Welterbeliste. Die typisch hanseatisch geprägten Innenstädte repräsentieren die Blütezeit des Städtebundes im 14. Jahrhundert. In Wismar können sich Besucher im Welterbehaus über den Weg zum Siegel informieren. Die Zahlen der Entwicklung sprechen eine sehr deutliche Sprache. Bei den Besucherzahlen können wir sagen, dass wir im Jahre 1995 65.000 Übernachtungen ab 10 Betten hatten und jetzt haben wir aktuell 400.000, sind also ungefähr mal 6, was die Übernachtung ab 10 Betten. Und wir können mit 2,4 Millionen Tagesbesuchern jetzt rechnen. Das ist natürlich auch eine gewaltige Zahl. Und wir haben uns ausrechnen lassen von Profibüros, dass wir jetzt 105 Millionen Euro Einnahmen haben durch das, was Touristen hier ausgeben. Das ist natürlich eine gewaltige Zahl und das hängt ja auch dann mit den Menschen hier vor Ort zusammen. Nämlich, wir brauchen natürlich Arbeitskräfte in Hotels, in Restaurants und das ist natürlich hervorragend auch als Wirtschaftsfaktor. Ein klarer touristischer Aufschwung wird mit dem Welterbeantrag auch in Schwerin erwartet. Der Welterbe Schwerin Förderverein wirbt seit 2015 ganz aktiv in der Stadt für Begeisterung und Akzeptanz für den Welterbeantrag. Dabei geht es nicht nur um materielle Vorteile, gerade auch der immaterielle Mehrwert, also das Wissen um die Geschichte der betroffenen historischen Häuser, wie hier das Neustädtische Palais, kann den Schwerinern helfen, ihre Stadt besser zu verstehen. Die Kenntnis darüber, das Wissen, was war da eigentlich los, das war bisher in Schwerin weniger vorhanden und das hatte ja Gründe. Zu früheren Zeiten wollte man nicht so gerne über Regierungsgeschichte der Herzöge Bescheid wissen. Heute gibt es ein Wissen, das die Schweriner stolz macht. Und dieses weiter zu verfolgen, geht eigentlich um den Punkt zu sagen, hey, wir können selbstbewusst sein, wir haben ein total tolles Erbe und das gilt es am Ende auch zu begrüßen. Für die Antragstellung werden die betreffenden Orte wissenschaftlich untersucht. Im Küchengarten beispielsweise sollen demnächst genauere archäologische Untersuchungen stattfinden. Wir haben jetzt in den vergangenen Jahren hatten wir eine historische Untersuchung für den Küchengarten. Wie sah er aus? Wir haben das historische Kartenmaterial. Jetzt muss sozusagen geschaut werden, was ist davon wirklich umgesetzt worden. Also wie waren die Wegestrukturen? Was ist angepflanzt worden? Also im Prinzip das, was also auch vor der Buga 2009 schon im Schlossgarten geschehen ist. Klar ist, wer wie Schwerin auf ein ganzes Ensemble zur Aufnahme auf die Welterbeliste setzt, statt auf ein herausragendes Gebäude, der wird auch mehr zur Erhaltung dieser Bestandteile tun müssen. In Schwerin sind es 43 Einzelteile. In Wismar und Stralsund standen mehr als 1700 Gebäude auf der Liste. Andererseits sind aus dieser Vielzahl auch durchaus Vorteile zu ziehen.
beim Investitionsprogramm des Bundes nur für die UNESCO-Welterbestätten 2009-2010 hat immerhin Wismar 22,5 Millionen Fördermittel bekommen. Und das sind Fördermittel, die nicht wie bei der normalen Städtebauförderung mit ein Drittel Eigenmittelanteil daherkamen, sondern nur in Anführungsstrichen mit 10%. Und sonst hätten wir solche Dinge wie die Aussichtsplattform in St. Georgen oder gerade jüngst die Übergabe unseres stadtgeschichtlichen Museums Schappel nicht schaffen können. Schwerin hat immer noch einen weiten Weg vor sich, denn sicher ist es nicht, dass Schloss, Theater, Museum, Kirchen, Gärten, Palais und vieles mehr am Ende als Residenzensemble tatsächlich den Weg auf die UNESCO-Welterbeliste schaffen. Doch allein schon der Weg dahin kann viel Positives für die Stadt bringen, da sind sich die Beteiligten einig. Das, was wir jetzt an Aktivitäten schon in diese Richtung unternehmen, wird, egal ob wir das Siegel haben oder nicht, dazu führen, dass viele Besucher nach Schwerin kommen. Also Schwerin wird in jedem Fall gewinnen. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass Schwerin sehr gute Chancen hat, das Siegel zu erreichen, den Titel zu gewinnen, und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. In erster Linie der Stolz auf den eigenen Ort, der eben so wichtig ist, dass er für das gesamte Erbe der Menschheit wichtig ist. Also Schwerin verbindet sich mit der Welt. Und gleichzeitig aber auch ein wenig Demut, wenn man sich anschaut, was es sonst noch so auf der Welterbeliste gibt, wenn man an die Pyramiden von Gizeh denkt, dass also Schwerin, das Residenzensemble, also in dieser Reihe mitsteht und eben für das Gedenken der gesamten Menschheit wichtig ist. Am 15. und 16. November wird es im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais eine weitere Welterbetagung geben, bei der Vertreter ausländischer Welterbestätten zu Gast sind, die mit Schwerin verglichen werden können.